In den Minen von Narsche geht es weiter. Let's play Final Fantasy 6. Ja, wir rennen ja immer noch in diesem Mecha-Anzug durch die Gegend und müssen uns ja nochmal der Schnecke stellen, dem Ymir. Ja. Das ist jetzt der zweite Versuch, dieses Video aufzunehmen, weil das erste Video, was ich aufgenommen habe und sogar schon hochgeladen hatte eigentlich, das gefiel mir im Nachhinein nicht wirklich von den Entscheidungen her, Namensgebung und sowas. Also ich hatte eigentlich andere Sachen vorgehabt, was Namen und so anging, und mir gefiel das dann halt nicht. Und naja, das wird sich dann wohl in dem Part jetzt ändern. Und ja, gut, dann wollen wir mal auf zu Ymir, würde ich mal sagen. Ja, ja, ist ja gut. Komm, Ymir, machen wir fertig. Ja, komm. Ja, wir wissen das doch. Wir wissen, dass der Panzer absorbiert oder was auch immer, was er tut. So, Jungs, dann haut mal rein hier. Das war doch schon mal nicht schlecht. Ah, verdammt, sie verschwindet. Oh, oh. Ja gut, jetzt setzt sie natürlich Feuer ein, weil ich Feuer eingesetzt habe. Das ist nicht gut. Ja toll, der eine ist schon mal K.O. Dann warten wir jetzt erstmal ab, bis sie wieder aus ihrem Panzer hervorgekrochen kommt. Also. Da bist du ja wieder, Ymir. Dann können wir dir ja weiterhin in den Hintern treten. Diesmal klappt das aber. Zumindest bin ich zuversichtlich, dass das dieses Mal klappen sollte. Ew, schleim mich doch nicht voll. Ach, jetzt verzieht sie sich wieder. Du Feigling! So, ein Potion. Ja, setz den Potion ein. Geben wir den mal unserem Mädel. Na, Ymir, ich warte drauf, dass du was tust. Tu was. In der Zeit setze ich mal Vita auf meinen... Ja, Gefährten kann ich ihn jetzt nicht wirklich nennen. Er ist ja derjenige, der irgendwie aufpasst, dass ich keinen Mist baue. Im Prinzip. So. Autsch. Du bist hartnäckig, du elende Schnecke. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Ach. Ah, verdammt. Shit. Das war nicht gut. Jetzt habe ich wieder ihr Panzer angegriffen. Nein. Also noch stehen wir. Na, komm, ich warte. Dein Grrr bringt dir auch nichts. Ich werde dich in Grund und Boden stampfen. Na, komm schon. Wow. Hab ich's geschafft? Ja, das sieht gut aus. Sie verschwindet zumindest. Ah, ich glaube, wir haben sie besiegt. Oh, yes. Heilpotion erhalten. Sehr gut. Sehr gut. Gut, damit werden wir die elende Schnecke los. Die Schnecke, die Schnecke. Und oh. Was ist das? Ist es das, was ich denke, dass es das ist? Das ist also die gefrorene Esper?
Genau das habe ich nämlich vermutet. Eine merkwürdige Aura geht von ihr aus. Was geht hier vor? Was zum? Müssen wir jetzt echt gegen das Teil kämpfen? Aber es ist doch eingefroren. Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Ding. Stimmt nicht mit dem Ding, so. Gefällt mir ganz und gar nicht. Mir auch nicht. Ganz und gar nicht. Was tust du da? Die gefrorene Kreatur beginnt ein unheimliches Licht auszustrahlen. Oh oh. Was ist das für ein Licht? Uah! Er ist verschwunden. Was war das denn? Was war denn jetzt? Oh Gott. Hey, Wedge! Wo steckst du? Was? Was passiert mit mir? Und auch sein Kumpane ist verschwunden. Und das Mädchen ist immer noch da. Oh oh. Ich hab Angst. Bitte tu mir nichts. Was zum? Was tut es? Oh no. Hat es mich jetzt getötet? Ich hoffe nicht. Das wäre ja seltsam. Ne, was heißt seltsam? Es wäre dumm, wenn irgendwie es mich jetzt getötet hätte. Dann würde das Spiel ja nicht weitergehen, denke ich. So. Ich wache in einem Bett auf. Hallo, wer bist du? Wo bin ich? Nanu, schon auf den Beinen? Dabei habe ich den Knechtreif doch gerade erst entfernt. Was für ein Reif, bitte? Dieses Stechen, mein Kopf. Alles dreht sich. Oh, weia. Ruh dich aus, mein Kind. Das sind die Folgen des Reifes. Wer ihn trägt, ist seines Willens beraubt und tut alles, was man ihm aufträgt. Was? Ich kann mich an nichts erinnern. Sorge dich nicht. Mit der Zeit wirst du dein Gedächtnis zurückgewinnen. Was? Ich habe mein Gedächtnis verloren? Das ist schlecht. Eine junge Frau voller Geheimnisse, geboren mit der Gabe der Magie, versklavt vom Imperium. Ey, wir können ihr einen Namen geben und ich weiß natürlich schon, was ich ihr für einen Namen geben werde. Das ist doch klar. Ich gebe ihr nämlich genau den gleichen Namen, den ich auch in anderen Spielen verwende. Und zwar nenne ich sie Naku. Terra ist zwar auch kein schlechter Name, aber Terra erinnert mich persönlich immer an Kingdom Hearts Burst by Sleep, weil der eine Typ der Terra heißt. Aber gut. Es gibt auch in Final Fantasy einen Charakter, der Terra heißt. Ich erinnere mich. Ich glaube, die gab es auch in Field Rhythm, wenn ich mich erinnere. Recht entsinne, zumindest. So. Gut, das ist mein Name. Saku. Mein Name ist Saku. Beeindruckend. Dein Geist scheint stark, mein Kind. Zumindest daran erinnere ich mich an meinen Namen. Das ist immerhin etwas. Oh oh. Ich glaube, es gibt ein Problem. Öffnet die Türe! Händigt uns das Mädchen aus, das den Magitech-Mech steuerte. Magitech-Mech. Schlimmes Wort hier, jo. Oh oh. Öffnet auf der Stelle! Wagt es nicht, das Mädchen zu schützen! Sie ist eine Handlangerin des Imperiums! Ich hab noch nichts getan! Was wollt ihr? Imperium? Magitech-Mech? Verklärung ist jetzt keine Zeit! Fliehe! Den Hitzköpfen ist mit Argumenten nicht beizukommen! Wohin soll ich denn gehen? Hier entlang, schnell! Okay. Ich folge. Okay, eine Hintertür. Den Minen sollte... Was? Die Minen sollten dir Fluchtweg sein. Beile dich und nicht schon wieder in die Minen. Ich will nicht. Okay, okay, aber wenn es sein muss, wenn das der einzige Weg ist... Ich werde versuchen, sie eine Weile zu beschäftigen. Okay. Dann kann ich nur sagen, vielen Dank, dass du mir bei meiner Flucht hilfst. Das werde ich dir nicht vergessen. Greis. Okay, danke. Ich verschwinde dann mal. Gut, gut. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier wegkommen. Es würde mich nicht wundern, wenn mich jetzt jemand sehen tut. Da drüben! Hinterher! Verdammt, sie haben mich gesehen. Shit. Oh no. Lauf! Lauf, Saku, lauf! In die Minen mit dir! Ach, shit.
Da die mich gesehen haben, wissen die bestimmt, dass ich jetzt in die Minen geflohen bin. Und hier sind natürlich Monster, die was von mir wollen. Ein Geister. Geister? So wie Star im Englischen? Was auch immer. Na komm, greif schon an. Ich warte. Autsch. Ach komm, ist das alles, was du drauf hast? Anscheinend. Geld. Geld ist immer gut. So, jetzt muss ich ihm aber schnell einen Speicherpunkt finden. Auch nicht schlecht. So geht's natürlich auch. Ein zweites Mal speichern. Speicherkind ist wieder in Aktion. So, jetzt aber schnell, schnell, bevor die mich einholen. Und da sind wieder die Geister. Jahaha. Okay. Na komm schon. Attacke. Yay. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Sehr nice. Damit müsste ich jetzt auf Level 5 sein. Ja, tatsächlich. Cool, cool. So. Und da ist eine Truhe. Ich möchte sie öffnen. Da ist eine Phönixfeder drin. Sehr gut. Ein Wiederbelebungs-Item kann ich immer gut gebrauchen. Die sollte ich auch mit Bedacht einsetzen. Weil soweit ich mich entsinne, sind Phönixfedern nämlich, glaube ich, nicht häufig zu finden in diesem Spiel. Oh, ich glaube, jetzt habe ich die Wartenfunktion eingesetzt hier. Ja, gut. Jetzt aber angreifen. Oh nein. Aha. Okay, so geht's natürlich auch. Gut, gut. Truhe ist geöffnet, also schnell weiter. Da ist noch eine Truhe. Die möchte ich natürlich auch aufmachen. Schlafsack erhalten. Yay. Gut, gut, dann... Na, schon wieder zwei von diesen komischen Dingern. Was soll das überhaupt sein? Die wirken irgendwie wie so komische Rauchwolken. Mit so einer Aura drumrum oder sowas. Oder, ich meine, vielleicht sind es auch irgendwie... Ich weiß nicht. Kann es nicht definieren. Ich glaube, so Eisblöcke können es ja nicht sein, weil sie ja in der Luft schweben und... Ach. Und hier ist etwas Verdächtiges, was aussieht wie eine Geheimtür, aber es ist zu. Gut, dann gehen wir mal hier rauf. Oh, Wehrratten! Mit ihren spitzen Zähnen! Aber ich habe keine Angst vor euch. Und vor dir schon gar nicht, jetzt wo du alleine bist. Komm, versuch's doch! Oder auch nicht. Ich mag diesen Dingel. Hast du schon mal gesagt? Ja, ich glaube. So. Da ist sie! Schnappt sie euch! Oh oh. Nein! Nein, ich bin umzingelt! Nein, nein, lass mich in Ruhe! Ich will nicht! Ich bin in ein Loch gefallen. Autsch, und jetzt liege ich da auf der Erde. Ich scheine mich verletzt zu haben. Und jetzt liege ich wieder auf der Erde. Oh nein. Jetzt bin ich bewusstlos oder was? Who knows? Seht her, die berühmte Magitech-Kriegerin. Mit diesem Knechtreif wirst du mir hörig sein. Oh nein. Du bist also der Arsch, der mir diesen Reif angelegt hat. So ein Penner. Bitte lacht auch noch schäbig. Tapfere Soldaten, höret mich!
Wir stehen am Anfang einer neuen Ära. Das glorreiche Stahlsche Imperium hat die Magie wiedererweckt. Nur Erwählten wird diese heilige Macht zuteil. Kraft, glaube ich, stand da. Ups. Herrschen werden wir über alle Lande. Unsere Zeit ist gekommen. Hurra! Long lebe Imperator Gestahl! Long lebe das Imperium! Oh weia. Was soll das werden mit diesem Armgehebe? Ich sag jetzt mal nicht, wonach das aussieht. Gestahl. Was ist das überhaupt für ein Name? Ernsthaft jetzt? Aber gut. Ich liege immer noch auf der Erde. Ich kann mich nicht wehren. Was ist, wenn die jetzt kommen und mich verschleppen oder so? Nein. Oh. Da bist du ja endlich, Junge. Ich hoffe, du hast dem Diebeshandwerk ein für alle Mal abgeschworen. Hä? Er ist geschockt. Ein rastloser Wanderer, ein Jäger, der das Abenteuer liebt. Und weit mehr noch, Schätze. Lock. Nein, dein Name ist nicht Lock. Dein Name gefällt mir nicht. So, hier kommt nämlich... Jetzt muss ich erstmal die Buchstaben wegmachen. So. Jetzt kommt die Namensänderung. Ein Name für dich, für den ich mich eigentlich vorher schon entscheiden wollte. Also, wie ich diesen Charakter ursprünglich nennen wollte. Aber es dann irgendwie doch nicht gemacht habe, weil ich so gedacht habe, es passt nicht. Aber dann dachte ich so, nein. Das gefiel mir dann doch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, nein, dieser Charakter muss. Ich meine, er muss nicht, aber ich möchte lieber, dass dieser Charakter Nagi heißt. So wie mein lieber Freund. Ich benenne ihn extra nach dir. Fühl dich geehrt. Nein. Aber ich hoffe, du freust dich darüber, dass ich ihn so genannt habe. Ich, ein Dieb? Ich borge mir lediglich, was sowieso niemand mehr braucht. Und die Anrede meiner Wahl ist immer noch Schatzjäger. Haha, nichts als Wortspielerei. Da gibt es einen elementaren und juristisch bedeutsamen Unterschied. Was war das denn, Tadel? Übrigens, warum hast du mich gerufen? Ach, richtig. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe doch tatsächlich jenes Mädchen getroffen. Was? Ist das wahr? Sprichst du von ihr, dem Mädchen mit den magischen Kräften? In genau diesem Moment sind ihr Narsches Wachen auf den Fersen. Mächtig genug ist Narsche, dem Imperium zu trotzen, doch trotzig genug sind auch seine Bürger. Eine Widerstandsbewegung wie die Rückkehrer zu unterstützen. Ich habe ja versucht, ihnen zu erklären, dass das Mädchen lediglich eine Marionette Gestahls war. Doch glaube nicht, sie schenkten mir auch nur eine Sekunde Gehör, diese Hetzköpfe. Verstanden. Ich werde ihr zur Flucht verhelfen. Verlasst dich auf mich. Sehr wohl. Euer Weg sollte euch zuallererst zum König von Figaro führen. Zum König von Figaro? Schön. Das klingt doch nach einem Plan. Ja, und er taucht natürlich wie aus dem Nichts auf. Kann er sich teleportieren oder was? Wie ist er denn so schnell jetzt in die Mine gekommen? Aber gut. Oh, shit. Oh, oh. Doch, ist ja nur einer. Dort hinten liegt sie! Okay, okay, okay. Ich habe nichts gesagt. Ups. Verdammt, das ist ja ein ganzer Haufen. Ach. Kuppa! Was? Hm? Wo kommt ihr denn jetzt her? Mokris? Wollt ihr uns etwa helfen? Oh, Mokris! Oh, ich mag Mokris, die sind voll putzig. Wo kommen die auf einmal her? Okay, anscheinend wollen sie mir wirklich helfen. Kuppa! Hallöchen. Wir werden die Stadtwachen in Schach halten. Sollen wir den Plan genauer erklären? Ja, wenn ihr einen Plan habt, dann erklärt ihn mir bitte. Wir kämpfen in drei Gruppen. Zwischen den Gruppen kann mit Select gewechselt werden. Bezwinge den Hauptmann der Wachen, bevor seine Leute zu Saku vordringen können. Okay, das klingt wirklich nach einem Plan. Gut, dann werde ich mal versuchen, die Viecher aufzuhalten. Wo seid ihr, ihr Mistviecher? Ich mache euch fertig. Haha.
Ich habe die Mokris an meiner Seite hier. Könnt mir nichts. Gemeinsam schaffen wir das. Oh, schön. Wir haben den einen schon besiegt. Oh, oh. Das ging schnell. Auch sehr gut. Komm, greif die nächsten an. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie zu Sakko vordringen. Ah, sie greifen an. Autsch, das hat wehgetan. Haha. Jo, Morgenstern. Tja, gegen geballte Mokri-Power haben sie halt keine Chance. Hey, du bleibst mal schön hier, mein Freund. So läuft das hier nicht, okay? Attacke! Haha! Potion halten, sehr gut. So. Komm, dich machen wir kalt. Wir beschützen Sakko. Mensch, die Mokris haben es ja voll drauf. Was geht? So. Du wirst uns nicht aufhalten. Du nicht, mein Freund. Ah, verdammt. Das sieht nicht gut aus. Geben wir dem mal Nagi. Wir brauchen einen Heilpotion, schnell! Oh oh, die Mokris sind fast hin. Du elendes, was auch immer, Megarodok, was auch immer das für ein Viech ist. Und du willst uns aufhalten? Ah, verdammt. Nein, Mokris, haltet euch. Nein. Oh oh, sieht schlecht aus. Was habe ich denn jetzt noch? Ein Potion kann ich noch anbieten. Gut. Dann wollen wir uns mal mit dem Wachmann anlegen. Oh. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Oh nein. Autsch. Oh no. Das schafft der Mokri doch niemals alleine. Oh nein. Okay. Oh, ich habe noch eine Phönixfeder. Ich setze jetzt einfach ein, um Nagi wieder zu beleben, weil ich glaube, der Mokri, der schafft das nicht alleine. Schade um die Phönixfeder, aber das muss jetzt mal sein. Ja, super. Jetzt bin ich alleine. Klasse. Ah, toll. Das schaffe ich doch niemals. Ja, toll. Sehr schön. Oh, auch nicht schlecht. Ich lebe wieder. Aber jetzt komme ich da nicht durch. Ah, okay. Ich kann mit... Oh, das wurde, glaube ich, schon erklärt. Ich kann mit Select kann ich die Gruppe... die Charaktere wechseln, das ist sehr gut. Und hier stelle ich den Bobby. Gut, dann müssen wir halt... Stimmt, er hat ja gesagt, wir sind drei Gruppen. So, dann wollen wir mal gucken, ob die Mokri-Truppe das schafft. Ich denke doch mal, sie müssten das eigentlich schaffen.
Ja, das sieht schon relativ gut aus. Auf sie mit Gebrüll, Magni-Truppe! Oder auf ihn, besser gesagt. Er ist ja jetzt alleine. Ja, der hält ein bisschen mehr aus als die Monster. Aber so schnell gehen wir nicht auf. Mokris vor! Ha! Der Hauptmann, nicht der Wachmann. Ich hatte Wachmann gesagt. Was? Neuer Tanzer lernt? Kein Porsche halten. Sehr gut. Und so viel Geld. Yay. Wir haben es geschafft. Mogris, ich danke euch vielmals. Und da verschwindet er. Sehr gut. Lauf, Nagi, lauf! Puh. Es war dieser Schalter, wenn ich mich recht entsinne. Oh, er hat einen Geheimgang geöffnet. Sehr schön. Ja, dann sehen wir zu, dass du hier schnell rauskommst. Oh! Oh, du bist wieder zu dir gekommen. Bin ich in Sicherheit? Hast du mir geholfen? Bedank dich bei den Mokris. Was? Oh, ich kann mich an keine Mokris erinnern. Auch nicht daran, was vor ihrem Auftauchen geschah oder an das, was davor passierte. Heißt das, du hast dein Gedächtnis verloren? Es kommt sicher zurück mit der Zeit. Du hast also Amnesie? Hab keine Angst, ich werde dich beschützen, ganz sicher. Ich werde dich nicht im Stich lassen, nur weil du dein Gedächtnis verloren hast. Ich beschütze dich, ganz bestimmt. Oh, das ist aber lieb von dir. Das ist echt nett von ihm, dass er mir helfen will. Cool. Sind wir jetzt zusammen in einer Truppe? Wow. Wir haben es tatsächlich rausgeschafft. Ich bin begeistert. Okay. Das nenne ich doch mal eine Flucht, würde ich mal sagen. Wenn die Mokris nicht gewesen wären, dann hätte das wahrscheinlich böse für uns ausgesehen. Vielen, vielen Dank nochmal an euch, Mokris. Auch wenn ihr davon jetzt nichts mehr mitbekommt. Ja. Gut, jetzt sind wir zu zweit. Nagi und Saku in einem Team. Sehr schön. Und ich kann natürlich nicht speichern. So, jetzt sind wir aus der... Jetzt habe ich den Namen der Stadt wieder vergessen. Sie hat ja so einen komischen Namen. Ja, jetzt sind wir aus dem Minen jedenfalls wieder raus und sind jetzt wieder in der Stadt. Und ja, ich würde sagen, an dieser Stelle war es das erstmal von mir. Ich hoffe, euch hat der zweite Part gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar, wenn ihr mögt. Das würde mich wirklich sehr freuen. Und wir schauen dann mal, wie es dann im nächsten Part weitergeht. Also Leute, bis dann. Tschüss.